Heute bekomme ich eine Nachricht und erfahre, dass es sich... Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Das Jahr 2018 war für mich und für meinen Kanal und vor allem auch für die Maximilian Army ein Jahr der Erfolge. Wir haben nicht nur ein irrsinniges Wachstum in unserer Community der Maximilian Army verzeichnen können. Mein Kanal hat nicht nur die 100.000 Abonnenten erreicht. Mein Track, Die Schöne und das Hypebeast, mein erstes eigenes Baby, hat nicht nur die YouTube-Trends gerockt und der Track ist überall in ganz Europa gelaufen. Auch meine Modelinie ist wirklich sehr, sehr stark eingefahren. Wir konnten die erste Kollektion innerhalb von 12 Minuten verkaufen. Auch die zweite Kollektion war innerhalb kürzester Zeit weg. Nein, wir haben auch was ganz, ganz Großes geschaffen. Louis Vuitton hat sich dazu entschieden, Werbung für Maximilian zu machen. Der Flagship Store, der Vorzeigestore Louis Vuittons in Österreich, im ersten Bezirk in Wien, hat sich dazu entschieden, Maximilian zu plakatieren, meinen Sticker wie ein Wappen auf ihren Gemäuern zu tragen und somit der ganzen Welt zu zeigen, wir sind Fans von Maximilian, wir supporten Maximilian, wir sind in der Maximilian Army. Das war für mich wirklich ein Punkt, wo ich gewusst habe, ja, ich bin am richtigen Weg, ich habe den Support der ganz, ganz Großen, wir sind dran, wir gehen den Weg, die Maximilian Army wird immer größer, wir erreichen was, wir bewegen was in der Welt. Das war für mich echt der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich habe mir selbst auf die Schultern geklopft und war im siebten Himmel. Ich habe wirklich geschwärmt, nicht nur für die Marke, sondern war auch dankbar für den Support, der mir entgegengebracht wurde. Heute bekomme ich eine Nachricht und erfahre, dass sie sich... Sie haben sich einfach dagegen entschieden. Sie haben den Sticker entfernt. Nach 4 oder 5 Monaten, wo mein Sticker wirklich den Louis Vuitton Store nicht nur verfeinert, sondern auch verziert und zu etwas ganz Besonderem gemacht haben, haben sie sich dazu entschieden, ihn zu entfernen. Ich weiß nicht, wie sie ihn entfernt haben. Immerhin ist der Sticker auf einer Höhe geklebt, die man auch sehr, sehr schwer mit einer Leiter erreicht. Aber ja, er wurde entfernt und für mich ist es jetzt nun an der Zeit, mich zu fragen, warum. Warum wurde er entfernt? Sind sie keine Supporter mehr von mir? Hat vielleicht Virgil Abloh meine letzte Kollektion nicht so gut gefallen? Man weiß es nicht. Ja, der Sticker ist entfernt, der Support ist vorbei und auch ich muss den Schlussstrich ziehen und trotzdem mit den Augen nach vorne in die Zukunft gerichtet meines Weges gehen und sagen, ja, ich lasse das hinter mir, ich breche zu neuen Ufern auf, suche mir vielleicht neue Größen, die hinter mir stehen. Von dem her, ich hake diese Geschichte ab, ich komme damit zurecht und kann sagen, ja, die Zeit war eine gute, ich bin stolz, was geschehen ist und werde auch mit dieser Rückendeckung in die Zukunft gehen. Ja, Freunde, Spaß beiseite, irgendjemand, man weiß es nicht. Ja, man, bis heute munkelt man, wer es gewesen sein könnte, aber wie gesagt, das ist alles nur Gerede, die Gerüchteküche brodelt, man weiß bis heute nicht, wer es war, aber jemand hat sich dazu entschieden, den Sticker da oben hinzukleben und der ist da einfach, fast ein halbes Jahr ist der Sticker da oben geklebt und kein Mensch hat sich darum gekümmert. Also ich denke mir, wenn der Storebetreiber da jeden Tag hingeht, muss der den Sticker sehen, also jeder Mensch konnte den Sticker sehen. Jetzt ist er weg, anscheinend wurde da jemand beauftragt mit einer großen Leiter, um den zu entfernen. Ich bin natürlich traurig, weil es einfach mega lustig war, dass der da oben geklebt ist. Egal, wir finden es trotzdem geil. Vielleicht hat von euch jemand Lust, nochmal einen hinzugeben. Ich habe da nichts dagegen, ja, aber ich fördere das natürlich auch nicht. Das ist ja irgendwo auch Vandalismus, wenn man Sticker irgendwo hinklebt. Also bitte, auf keinen Fall machen, liebe Maximilian Army. Macht das nicht, klebt keine Sticker an den Louis Vuitton Store. Das tut man nicht. Jetzt werden sich einige von euch berechtigterweise fragen, war das der Inhalt dieses Videos? Ich kann euch sagen, nein. Ich möchte an dieser Stelle auch noch für meine dritte Kollektion plagen. Es ist in den Startlöchern die litteste Kollektion überhaupt. Seid auf alle Fälle gespannt. Schreibt in die Kommentare, wer von euch schon gespannt ist, wer sich das Ganze kaufen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auch gemeint, ich werde jetzt immer wieder mal was verraten zu der Kollektion an dieser Stelle. Es wird 2 Colorways geben, zum einen weiß und zum anderen schwarz. Bis dahin bleibt auf alle Fälle gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich ein Like da, was geht ab, Alter. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch nicht in der Maximilian Army seid, dann wird es jetzt Zeit, Sticker auf Stores zu kleben und den Leuten zu zeigen, wie stark die Maximilian Army ist. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video und bedanke mich nochmal für den Support an Louis Vuitton.